Wieder mal ist es erster Advent und was heißt das? Wieder mal natürlich Cross-Staffellauf des Berliner Ruderclubs. Dieser findet traditionell am ersten Advent statt und das schon zum 34. Mal. Über diese lange Zeit hat der Lauf viele treue Fans gefunden, die jedes Jahr wieder begeistert an den Start gehen. Ich bin hier bei den Jelly Bears. Wir sind die Laufgruppe von der TU und wir laufen hier eigentlich schon seit vielen Jahren jedes Jahr mit. Das ist eigentlich schon so ein bisschen Tradition. Ich bin jetzt, drittes Mal bin ich dabei. Die Stimmung ist super, immer so diese Anspannung. Es ist schön kalt am Anfang und man erwartet dann das Rennen und dann löst sich das alles in dem Rennen. Natürlich freut sich der BRC nicht nur über alljährliche Teilnehmer, sondern auch über neue Gesichter. Und sind sehr erfreut, dass wir jedes Jahr unsere Stammgäste haben, aber auch neue Gäste begrüßen können. Dieses Jahr gingen 122 Staffeln mit jeweils 4 Läufern an den Start. Aber was ist so besonders an diesem Wettkampf, dass sich Sportler aus den verschiedensten Richtungen, vom Rudern über den Triathlon bis hin zum modernen Fünfkampf, über die 6,4 Kilometer lange Strecke im Düppeler Forst quälen? Wir bieten Breitensportlern und Leistungssportlern die Möglichkeit, in einer Mannschaft zu laufen, einen Mannschaftswettbewerb zu bestreiten. Super, Einsatz! Es ist eine Mischung aus allen möglichen Leuten. Super Sportler dabei, Jugendliche dabei, Kinder dabei und dann eben solche Alltagssportler wie ich. Komm! Das ist auch nochmal, weil es eine Gruppengeschichte ist. Ja? Für viele ist es einfach spannender, als wenn sie alleine laufen müssen. Die Zeiten wurden aber nicht nur von den Gruppen genommen, denn ein Chip befindet sich im Staffelstab und dadurch ist es möglich, jeden einzelnen Läufer eine eigene individuelle Zeit zuordnen zu können. Entsprechend dieser Zeit wurden die Wettkämpfer und auch die Staffeln anschließend im nahegelegenen Clubheim des BRC geehrt, wo bereits ein Buffet, gemütliches Beisammensein und eine Tombola auf Teilnehmer und Zuschauer warteten.